ich schein so nah. Und jetzt flieg ich durch den Wind von Zentopia. So schön wie ein Bild, das... Habt ihr schon mal ein Einhorn mit einem goldenen Horn gesehen? Nein, noch nie. Sie sagt, sein Name ist Onschau. Das ist sie. Ja, das ist das Erdeinhorn. Ein Glück, dass wir ihn bei uns haben. Ist schon gut. Wir benötigen ganz dringend deine Hilfe. Ja, entschuldige, dass wir dich stören. Wir würden es ganz bestimmt nicht tun, wenn es nicht lebensnotwendig für deine Artgenossen wäre. Bitte höre uns zu. Das Leben aller Einhörner kann davon abhängen. Siehst du, das ist er, der große Blütenbaum. Boah. Gerade noch rechtzeitig. Hey, ihr, geht nach Hause! Geht zurück, hier droht euch Gefahr. Endlich, das ist das erste vernünftige Wort, was ich heute von denen höre. Was? Ich kann nicht fassen, dass du das die ganze Zeit gewesen bist. Du hast die Messlatte ganz schön hochgelegt, mein Lieber. Ich bin beeindruckt. Hallo, ich bin Mia. Und das ist Yuko. Das ist Onschau und das Fuddle. Hallöle. Was sucht ihr denn hier? Ja, ich sehe sie, Onschau. Sie ist sehr hübsch, du hast recht. Du... kannst verstehen, was er sagt? Mia spricht Einhornisch. Wow, wirklich? Beeindruckend. Also, das ist Balanda und das ist Zato. Er kommt von einem Ort zum anderen, ohne sich zu bewegen. Und das da ist Jolika. Sie kann komplett mit dem Wald um sie herum verschmelzen. Oh! Was sagen Sie denn? Nun, sie haben seine Flügel gesehen. Sie haben gefragt, ob er Onos Sohn ist. Sie kannten Ono. Sie sagen, er war das tapferste Einhorn, das Zentopia jemals gesehen hat. Und Schau will mehr hören. Oh, ich wünschte, ich könnte sie auch verstehen. Sie sind meine besten Freunde. Bedauerlicherweise die einzigen. Ungebetenen Gäste, verschwindet! Ihr seid hier nicht willkommen! Yuko! Oh. Du begibst dich ungefragt in unsere Gefilde und bedrohst mich mit einer Waffe? Sie hat's nicht so gemeint. Sie sind friedlich. Sie wollen uns lediglich um Hilfe bitten. Ich werde mich doch nicht um die Angelegenheiten dieser Elfen kümmern, Simo. Du hättest sie nicht hierher lassen dürfen. Es wäre deine Aufgabe gewesen, sie fernzuhalten. Aber Mutter, sie tun uns nichts. Verschwindet von hier! Wir dürfen auch zuhören. Lyria und Ono waren sehr, sehr verliebt. Ono trug die Krone mit den vier Ringen. Und es gab nichts Vergleichbares. Ha ha ha!
überreichte je einen Ring an das Steineinhorn, das Sterneinhorn und das Kristalleinhorn. Sie sollten sie gut aufbewahren. Panthea durfte nicht in ihren Besitz gelangen. Geliebten Ono nie wiedergesehen. Sie sagt, Onshow sieht aus wie Ono. Yuko? Endlich wird euer geliebtes Einhorn mir gehören. Jetzt könnt ihr nicht mehr entkommen. Ach, oh, richtig. Hey, was macht ihr kleinen Halunken denn da? Nein, ihr gemeinen fiesen Biester! Elende Elfen, ihr haltet euch wohl für clever? Wartet, das gibt Rache. Naja, das kann dauern, oder? So schnell werden wir uns nicht wiedersehen. Buffoonery! Wow, was ist das denn? Das haben wir einem Gongo zu verdanken. Ich schätze, das soll uns bei der Suche nach Ono helfen. Das Horn fehlt ja. Onshow? Sehr gute Idee, Onshow. Weist uns den Weg zu Ono. Wir schaffen es nie, bis zum Sonnenuntergang auf der Insel zu sein. Na, dann haben wir ja Glück, dass wir eine nette Einladung für die Nacht haben. Klar, als ob ich in einem Iglu schlafen würde. Ich habe echt genug von diesem Quatsch hier. Ich flieg zurück zum Krater. Was?